Also YouTube ging auf jeden Fall mal. Ja, ich würde sagen, dann sollen die ohne Stream spielen. Ja, Öffi das hat mich gerade dachte schon ich. angeschrieben, Leute müssen morgen arbeiten und die sollen schon mal starten. Jetzt ist 8, also bitte. Ja, sag Öffi nicht mir. Ich bin doch bis halb vier. Das ist ja, aber das müssen wir jetzt aber echt mal nachgucken, weil, also es ist ja total bescheuert, wenn ich Inhalte erstellen kann mit Livestream, dann muss ich das doch auch gucken können in dem Land. Hast du, wie schaut mit dem Video? Kommst du da voran? Geht da was? Ich weiß nicht mehr, wie die Einstellungen da waren. User joined your channel. Kann man nicht irgendwelche Standard-Settings einfach nehmen? Ja, aber ich muss ja irgendwo rüber übertragen. Auch nur in meinem Laptop, das kann ich auch nicht nachschauen. Die Settings nicht. Ja, es läuft irgendwie nicht, weil Twitch OBS down ist, unser Streaming-Tool. Deswegen versucht jetzt Ostsee noch mit was anderem. Habe ich denn Ansonsten müssen wir ohne überhaupt? Stream machen. Naja, OBS habe ich auch. Ja, und das irgendwie gerade funktioniert es nicht. Bei Ah, keinem. das ist wegen dem Streit zwischen Google und GEMA wieder, anscheinend. Okay. Das Übliche. Also, bei mir geht's jetzt gerade live. Ja, okay. Das dauert so lange, wie es Delay ist, bis die Kilobits anfangen zu senden. Okay, jetzt geht auch das Also bei Stream mir an. geht's. Ja. Oh, jetzt kommt der Stream, oder? Ja. Okay. Boah. Also, ich invite mal Chris. Sag mal, wo geht denn? Ein Grund könnte. Wo geht denn der Stream dann hin, wenn ich. Darf ich trotzdem mitcasten, oder? Ja, dann macht doch ihr beide den Cast. Ja. Dann schau ich zu. Gut, okay, ich geh schon mal raus. User left your channel. Dann mache ich mal den Stream aus. Dings ist drin. Okay. Dann gehe ich raus aus der Lobby, ne? Macht ihm zwei das jetzt. Alles klar. So, okay. User left your channel. Basti, bist du ready? Was hier so mit dem Channel? Okay, dann drück. Ja gut, So. dann schauen wir jetzt mal, ob das läuft. Ich hoffe es, ich hoffe es. So, Master gegen Diamond. Mal schauen. Ob wir wieder ein 2 BS All-In sehen. Oder diesmal ein makrolastigeres Game. Was spielt ein Terra gegen Protoss jetzt so Standard? Viel Spaß. Danke, ciao. User left your channel. Sehr oft und Widowmine, also halt Derek's Factory in einer Non-Starport, Widowmine Drop. Gerade in der Master League, wie ich gehört habe, sehr beliebt. Okay. Ja, hier mal deine Vision. Ja, dann haben wir jetzt in der linken oberen Ecke den pinken Terraner von Team Phoenix Nosferatu. Und unten links den roten Protoss von Dark Division, den Wrecked Factor. So, wie viel steht's Kein denn? 1 zu 2. BU7. So. Einen Vorteil haben wir haben keine Cam, da kann sich keiner beschweren. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber jetzt auch schön mit GameHard hier, sieht man direkt die Profile, was gebaut wird in welchem Gebäude. Ja, ich habe hier den weißen Balken oder so. Ja, okay, aber du siehst ja auf der Production Line, was geht. So, standardmäßiges Opening vom Terraner. 12-12, das heißt ein Reaper Expand. Okay. Und beim Protoss ein Gas, okay.
Kommt dann das zweite bei 15 hinterher, oder? Genau, also er hat schon drauf gelegt und kommt. Okay. Mein erster Gedanke wäre jetzt ein Oracle. Also ich würde es auch sagen, weil so schnell hintereinander Gas geholt, bestimmt Oracle. Und oben das, den Pylon auch schon relativ ist so nah wie möglich beim Terraner. Ja. Das ist definitiv strange, aber schauen wir mal. Packt er auch nur zwei Wörter ins zweite Gas? Ja, aber das reicht. Ne, drei. Okay, passt. Oh, das wird ein Oracle vor Nexus, würde ich sagen. Ja. Der Terraner, Reaper unterwegs. Ah, okay, aber das schön patrouilliert das SCV. Ah, sehr gut. Hat er den, da riecht er den Braten anscheinend. Hätte er vielleicht einen eBay-Block machen können. Ja, gut, aber. So, Reaper, ist los, so da kommt die Factory. Da kommt die Twilight, okay. Oh, oder vielleicht ein Dark Shrine hinterher, One-Base DTs. Ja, aber der Reaper, der scoutet doch jetzt da. Ja, scout. So, ich frage, ob er auch nach oben links fährt. Also theoretisch hat er die Drohne vorher hochfahren sehen. Da musste was stehen. Gib mal spätestens die Factory, wenn die da landet. Wird es sehen. Aber dann könnte es schon zu spät sein. So, Donald Stalker. Core ist durch. Nicht Core, Twilight meine ich. Ui, das ist natürlich jetzt sehr lustig, da treffen schlechte Gebäude. Blink! Blink wird's, ja. Das hat er Expansion gespielt, spielt jetzt noch eine eBay. Das ist natürlich jetzt cool, so. So, ich lande und drücke ich eine Widom ein? Ja, ich drücke eine, jawoll. Und der Bruder so, da fuck. Das ist nicht meine Farbe hier. Ansonsten sehen wir Doppel Marine Production beim Terraner. Ein Turret kommt. Okay. Also eine Factory hält sich mal aus. Zwei Gelbs kommen nochmal nach. So, bitte mal ein Komm. Oh, jawoll! Overcharge. Aber Overcharge geforst. Ja, auf jeden Fall schon mal keine Energie mehr auf Mars. So, Pylon kommt. Und da kommt der Pylon, genau. Nur, jetzt ist die Frage. Achso, er fliegt die Factory weg. Das ist schon jetzt seine zweite Factory. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Und es hat der Blink, also den Council gesehen, ne? Aber. Geht's um die weiteren Barracks, alles klar. Ein bisschen. Sehr gut, ja. Einer ist gleich fertig. Blink dort noch ein klein wenig. Er hat ein paar Marines. Plus 1 angebrückt. Ja. Problem ist, dass er gerade nicht wirklich Stim in erreichbarer Nähe hat und vor allem keine Marauder. Ja. Jetzt kommt Tech Lab, aber das ist halt juhu weit weg. Starport. Ja, jetzt müsst ihr eigentlich sofort Stim angerufen oder vorher am besten den Marauder. Wird also bleiben noch. Was nicht so schön ist. Der Marauder geht down, aber nicht. Also Blink Micro ist nicht so wirklich gut gewesen. Hat 12 SCVs verloren. Ja. Hat jetzt 4 weniger. Ist aber. Quasi mit Doppel SCV Production ganz gut dabei. Ja, genau. Weil das der Toss hat auch nur 3 Worker mehr. Ja. Das ist Doppel Mule. Hat doch eine OC, ne? Ja. Stim auch unterwegs. Was halt sein Problem ist, ist immer noch Supply blocked. Keine. Ah, okay, Depots kommen.
Gut, ja, hat er jetzt einen. Da kommen halt immer drei Protos weitere Stalker. Protos ist voll all in. Ja. Kriegt halt auch immer wieder sie, solange er keinen Sim hat. Ja, ich finde, der Fehler gerade von Nosferatu ist definitiv, dass er keinen Bunker gebaut hat. Er hat doch den Council gesehen. Er ist halt das Sim. Jo, da steht es 3-1 für Dark Division. So schnell kann das gehen. Jo. So, dann. Wer spielt als nächstes? Mufu wahrscheinlich, das ist unser letzter. No. Auch wenn PvP nicht sein bestes Matchup ist, aber ich sag mal, da muss er jetzt durch als Luch. Schauen wir mal, wie sich Mofo schlägt. Ja. Wobei ich jetzt ja schon ein bisschen deprimiert bin. So, zum Schiedsrichter ernennen. Zum Spiel einladen. Warum kann ich den nicht zu dem Spiel einladen? Das ist schon mal verrückt. Das ist schon mal verrückt. Ich kann den nicht zum Spiel einladen. Mofo, bei mir ist er eingehen. Nee, den anderen von denen.
Ah, der ist offline, was ist bei dem los? Keine Ahnung. Ich bin mal kurz AFK. So, ja, dann haben wir jetzt im Kaktustal ein PVT. Beim Clan War von X gegen Dark Division. Und, ja. Machen wir erstmal das. Steht 3-2 in einem Best of 7. Production Line, okay. Und wir haben unten in der linken Ecke auf Kaktustal den rosanen Protoss, Mofu Jones. So wäre er. Und in der rechten unteren Ecke den gelben Terraner vom Team Dark Division, Supply Power. Der Mofu, der kotzt gerade sein Frühstück aus. Danach nicht mehr aufgetaucht oder was? Nee, der ist offline, der musste weg. Achso. Und direkt mit mal Supply Block der Power, aber ordentlich. Wird Mofu freuen, dass er dann kein PvP hat. Genau. So, schauen wir mal. Schreibt doch gerade. Okay, interessantes Placement der Barracks. Ja. Aber auch direkt das Gas
dahinter, also auch ein Reaper. Ja. Das macht ja, Mofu. 15 Geld. Gegen Terran ja. Eigentlich ganz solide. Nexus First macht er. 15er Nexus. Das hat er letztes so angesprochen. Dass er in der Masterliga immer dann den Reaper abkriegt oder Nexus First spielt. Welche Liga ist dein Gegner? Master? Nee, nee. Dir. Dir. Warum spielst du ja wieder Nexus First? Weil der könnte auch einen Reaper spielen. Ah, okay, aber der Dings ist falsch gerallied. Der Reaper. Ja, also er geht erstmal. Das ist gut. Na gut, dann ist dann ist gut. Ja, also er darf bloß nicht sehen, woher die Probe kommt. Okay, er hat noch nicht umgerallied, aber er scoutet jetzt mit dem SCV auf der richtigen Seite. Ja, Doppelgas holt er. Ich hoffe, er holt sein Mothership Core rechtzeitig. Oder als erstes. Erstmal muss er einen Core setzen. Ja, klar. Also okay, der Reaper geht noch auf falsche Richtung. Okay, jetzt ist umgerallied. Jetzt ist er gleich da. Das könnte jetzt böse werden. Der Core ist noch nicht mal zur Hälfte durch. So, die erste Drohne geht gleich mal down. Sehr jetzt kommt, ja. Er muss ihn bauen. Also ihm bleibt gar nichts anderes übrig. Er muss ihn bauen. Er muss jetzt mit den Drohnen verteidigen. Und gut Micron. Ja. Alter, was macht der Terran da? Ja, er holt noch mal eine Drohne und noch eine. Ja, aber er verliert den Reaper fast der Probst. Ja, aber er verliert ihn nicht. Ja. Und hat zwei Kills. Okay. Alles gut, Mothership Core ist da. Also er verliert nicht 50 Scouting bekommen, außer dass Nexus First war. Ja, er hat nichts gesehen von der Main, genau, ja. Ah, doch, obwohl. Ja, okay, das zweite Gas hat er nicht gesehen. Ne. Ja, es kommen zwei weitere Barracks, also einen Triple Rex Opening. Und da ist es. Unser Mofo bleibt seiner Linie treu gegen Terran oder allgemein gegen jeden. Ja, okay. Hat er ja leider zu selten gespielt jetzt in letzter Zeit. Okay, er hat's gesehen. Jetzt ist er, glaube ich, nicht angeklickt, aber schauen wir mal. Kann sich's bestimmt wenn jetzt denken. Minerals von eBay hätte er, Water aber nicht holst. Aber die Marines gehen schon direkt in die Mineral Line, drei Stück. Naja. Oben der eine auch, also sind direkt hintergerallied, also rechnet damit. So. Na, an der NATO sind es 5. Das reicht gerade so nicht. In der Main sind es 3. Nee. So, was kommt sonst so? Das Oracle ist im Bau. Warp Gates, Tim. Gerade fällt so Playblock wieder. Rotes weitere Depots. So, Robo hinterher, zwei weitere Gates. Forge. Es ist die Frage. Also, Mofu ist bekannt dafür, dass er, auch wenn er Defense steht, immer mal wieder Probes snacken kann oder allgemein Worker. Mhm. So, die dritte Base haben wir beim Terrano. Auch. Gut, ja. So sollte er es nicht machen. So auch nicht. So okay, erst. Nee, weg. Also. Das war. Ja. Leider schade, ja. Aber ist egal. Geht weiter. Vielleicht nochmal ein zweites Spiel. Irgendwie später zu harassen oder sowas. Da geht es ja nicht verloren. Das hat er ja noch. Observer kommt plus 1, ist angedrückt beim Fotos. Kommt ein wieso eBay. Holt er plus 1 der Tech? Will er pushen? Wahrscheinlich.
zwei Photon Cannons, dass er safe ist, baut nochmal zwei Gates. Ich vermisse gerade den Kolostilch. Leisten könnte, kann er sich noch nicht, ja. Okay. Er holt jetzt erst das vierte Gas. Server ist da. Glaubst, hat er genug? Da kommt er. Mal, Terran, der wird wahrscheinlich jetzt rüber marschieren, ja? Ami setzt sich in Bewegung. Hat Stim. Ja, er ist ein Stalker verloren. Könnten bis so drüben ist und attacked fertig werden oder während dem Attack. Ja, Mofo muss jetzt gucken, dass er Ami rankriegt. Ja. Ein Koloss wird jetzt nicht reichen. Er muss auch seine Situation checken. An der NATO muss fehlen die drei im Gas. Ja. Also ein Gas ist definitiv nicht mehr unbesetzt. Er wacht überhaupt mit Photon Overcharge, sehr ja, gut. Ist auch okay, ja. Sollte er auch machen. Schade. War aber trotzdem schönes Force Field. Hat ein paar Marines gekriegt. Koloss, der ist fertig, ich sollte sofort den Koloss andrücken jetzt, obwohl er gerade kein Gas hat. Hat aber so viele Overmans gerade. Komm, Koloss! Koloss! Hol ihn! Macht er gerade gar nichts? Ach doch, er warbt offensiv Zealots rein. Ja gut. Wohin ist er? Ist der Bunker? Unterwegs? Ist der Bunker besetzt? Ja, mit drei. Ja. So, Terran lädt ein. Ja. Ja. Doch nicht, ja doch. Er Mofo ist jetzt gerade. Die Mofo ist nicht supply-locked, Terran ist supply-locked. Ja, zwei weitere Barracks für den Terraner, plus eins ist jetzt durch. Mofo ist erster Koloss zur Hälfte durch. Es kommt noch Armor für den Terraner. Ja, und die Medivacs stehen da oben und chillen und Mofo kriegt's gerade nicht mit. Ja, der holt sich aber für die Hauptarmee vorne. Jetzt droppt die Terraner-Armee rein. Geht die Wörter weg, sehr gut. Alles persönlich machen? Nein, nicht so schnell. Nein, nicht gut. Ja, Terraner geht ein. Und Fick weg. Ja, und jetzt ist scheiße. Terror gleich auf 3 Base und Mofo ist auf 1 Base. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja, gut gespielt vom Terraner auf jeden Fall. Der hat nur einen Koloss. Ja, der zweite kommt aber ja gleich nachgerallied. Okay. Dann muss es auf jeden Fall, zumindest die dritte muss er sich holen. Ja, ich denke mal, die wird er auch bekommen. Er hat gleich plus, also 1-1. Das ist ein Koloss. Ich hab das aber nicht. Okay, sag mal, die. So wird das. Dann steht's 4-2 für die Dark Division und damit steht der Sieger fest. Yep. So, Ergebnis eintragen. 2-4. Sehr gut waren sie, pünktlich, fair und respektvoll, freundlich waren sie auch. Passt. Nice and friendly opponent. Schreiben wir noch dazu. Bam. So, wir hatten gespielt. Heute hat Tune. Mofu, der Tune Trigger, der Chris und der Nosferatu. Und der Nosferatu. Okay. Bam, bam. Yes.
So. Channel switched. Ostsee, kannst du die Replays User noch hochladen auf der ESL? Naja, trotzdem GG. Der hat aber irgendwie alles richtig gemacht, also der spielt schon Master-Niveau. Findest du? Weißt du, hast du hast seine Mints nicht gesehen, er hat nicht alles richtig gemacht. Er hat über 1000 Mints. Hat gut an zwei Seiten angegriffen und nebenbei ein krasses Makro gehabt, also... schon. Naja, so krass war das. Er war auf 3 Base. Ja, er war auf 3 Base. Also ich meine, das, was der Terraner da gerade gespielt hat, das kriegt Fantasy auch hin. Ganz ehrlich, das kriegt er auch hin. Das habe ich auch schon gesehen. Aber diese 1000 Mints im Hintergrund, das war halt... Ja, ich habe zu spät gecheckt, dass die Army vorne so klein war. Dann wollte ich schon zurück, aber da war es schon zu spät. Im scheiß Doppeldrop. Ja, danach hast du halt den Koloss blöde verloren. Ja, da war eh nichts mehr zu holen, dann mit der kleinen Hand. Ja. Ja, scheiße. Der Drop war das. Der Drop hat mich vernichtet. Egal, wurscht, weiter geht's. Hast du das, benutzt du auch immer F2? Manchmal, ja. Ja, ich hab das immer so wenn ärgerlich, wenn ich alles schon aufbaue, Server überall hinstelle, dann aus Panik oder warum auch immer. Dann nee, aber das wieder... am Schluss, mir war eh klar, ich war ja komplett all in, der hatte meine Base gekillt, ich hatte immer 400 von neuen Nexus, von daher hätte ich eh F2, es war eh nichts anderes drin eigentlich. Ja. Was hast du eigentlich mit den Zellets vorgehabt, die du davor offensiv reingeworbt hast? Die hast du einfach um die komplette Map geschickt. Ja, ich habe dann gesehen, dass er zurückgeht mit meinem Observer. Deswegen, eigentlich wollte ich bei dem reingehen, wenn er zu mir kommt. So. Aber er ist zurück und dann habe ich mir gedacht, das bringt's nicht, da schicke ich die lieber irgendwie einen safen Weg nach Hause. Ah, okay. Ja, wir brauchen mehr. Konnte das denn sehen? Konstanz. Wir brauchen mehr Übungen im Clan War. Ja. Achso, ich mach mal den Stream aus. Mach das. Danke fürs Zuschauen.